So Freunde, euer Simon hier, es ist Montag, es ist selbstverständlich Gym-Time. Wir sind hier oben vom FitX, oben schön auf dem obersten Parkdeck und ich bin mit dem Moped hochgekommen. Ich habe eine unfassbar bekloppte Klamotte an. Es hat die ganze Zeit geregnet, es hat endlich mal aufgehört zu regnen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was will er jetzt sagen, es ist doch Gym-Time, es ist doch ein Trainingsvideo. Ja, es ist ein richtig, richtig gutes Trainingsvideo heute. Und zwar wolltet ihr einen Supersatz für den Rücken. So wie für den Bizeps und den Trizeps gibt es heute einen unglaublich guten Supersatz für den Rücken. Aber was hat das jetzt damit zu tun? Sehr, sehr viel sogar. Ich will euch damit natürlich wieder was sagen. Und zwar, ich liebe es, Motorrad zu fahren. Ich will darauf nicht verzichten. Und auch wenn das Wetter beschissen ist, wenn es regnet, heißt es nicht, dass ich nicht Motorrad fahren kann. Viele sagen, ja, es regnet und so weiter, ich kann nicht Motorrad fahren. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Das Wetter ist nicht der limitierende Faktor. Ihr seid der limitierende Faktor. Und zwar habt ihr wahrscheinlich keinen Bock, so eine bescheuerte Klamotte zu tragen. Oder ihr habt einfach keine Lust, nass zu werden. Oder ihr habt einfach auf irgendwas anderes keinen Bock. Aber ihr könnt auch bei schlechtem Wetter Motorrad fahren. Und genau das ist es, was ich euch sagen will. Das Gleiche ist nämlich beim Training. Viele sagen, oh Simon, ich kann den Rücken nicht aufbauen. Ich kann keine Muskeln aufbauen. Ich habe eine schlechte Genetik. Nein, das ist auch nur eine Ausrede. Und genauso wie das Wetter ist es nur, ihr schiebt das Ganze auf die schlechte Genetik. Ihr schiebt das Ganze einfach auf einen anderen Grund, aber vielleicht müsst ihr da genauso einfach mal eine andere Übung machen. Oder ihr seid vielleicht auch ein bisschen langsamer, so wie ich im Regen. Vielleicht braucht ihr einfach ein bisschen länger, um aufzubauen. Vielleicht braucht ihr etwas andere Übungen, die vielleicht auch ein bisschen komisch aussehen, wie dieser bescheuerte Anzug. Aber es ist nicht die Genetik. Ihr seid es, die einfach irgendwelche Gründe vorschiebt, um das nicht zu tun, was ihr tun wollt. Es heißt jetzt nicht, dass ihr alle Motorrad fahren sollt, aber dieses kleine Beispiel wollte ich einfach nur geben. Lasst euch nicht von irgendetwas wirklich den Mut rauben, wirklich an euren Sachen festzuhalten. Wenn ihr Motorrad fahren wollt, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, könnt ihr das machen. Auch wenn scheiß Wetter ist oder wenn eine schlechte Genetik eurer Meinung nach da ist. Und wie gesagt, jetzt habe ich wieder viel gelabert. Heute ein super Satz für den Rücken. Ihr kennt mein Prinzip. Wir versuchen mit zwei Übungen direkt hintereinander einfach die Range of Motion bei bestimmten Übungen besser zu verteilen. Das heißt, effizienter zu gestalten. Erster Teil der Übung, Klimmzüge, aber wirklich Teilwiederholungen von Klimmzügen. Ihr merkt selber bei Klimmzügen, dass ihr im oberen Bereich einfach viel mehr Power habt und dieses letzte Stück, das wird sehr, sehr schwierig. Das lassen wir aus. Und wenn ihr sehr, sehr locker diesen oberen Teil schafft, dann hängt ihr euch Gewicht dran. Wir brauchen nur den Teil, wo es bis wohin es wirklich sehr, sehr schwer wird. Das hat genauso viel wieder mit dem Hebel zu tun. Das heißt, ab hier wird der Hebel einfach größer und ihr kommt nicht mehr so leicht hoch. Und wir nutzen wirklich den Teil, wo wir Power haben. Ganz rauslassen, komplett rauslassen, den Lat richtig lang ziehen, auf Spannung natürlich lassen und ungefähr, bis ihr fast parallel zum Boden seid, von den Oberarmen hochziehen. Davon Breite, Obergriff, so viele machen, wie ihr könnt. Wie gesagt, wenn ihr mehr als 8 schafft, nehmt ihr Zusatzgewicht bei dem Teil. Direkt hinterher nehmt ihr jetzt einen Griff, der entweder parallel oder im Untergriff ist. Davon schafft ihr nochmal 2, 3 Stück. Es ist meistens so, weil der Bizeps hilft, weil wir auch noch unten ein bisschen anderen Winkel haben. Das heißt, wir haben einen etwas anderen Winkel und da könnt ihr nochmal 2, 3 direkt im Anschluss machen. Und jetzt, und das ist das Schöne bei den meisten Fitnessstudios, in den meisten Klimmzugbereichen habt ihr eben auch direkt die Kabelzüge. Das heißt, meistens bei Kabelzügen, bei Cross-Kabelzügen oder ähnlichem, so wie ich das hier mache, ist meistens eine Klimmzugstange und ein Kabelzug. Und das macht ihr jetzt direkt hinterher. Und wir machen jetzt Kabelzugüberzüge. Aber eben auch in diesem Bereich, den wir jetzt noch nicht mit drin haben. Das heißt, diesen letzten Bereich, der Latissimus arbeitet nicht nur hier. Der Latissimus arbeitet bis unten hin. Und das haben wir eben bei Überzügen. Das heißt, konzentriert euch bei den Überzügen auf dieses letzte Stück, das, was jetzt noch gefehlt hat. Nehmt die Brust raus, schiebt den Latissimus. Der Latissimus zieht die Arme bis nach hinten hin. Und das können wir bei keiner anderen Übung so gut machen wie bei Überzügen. Weil wir das letzte Stück so weit haben, so tief kommen wir mit keiner Stange. Bis hierhin kommen wir mit keiner Stange, mit keiner Klimmzugstange, mit keiner Latzugstange. Kommen wir in diesen allerletzten Teil des Latissimus, dieses unteren Teil des Latissimus. Und deswegen direkt hinterher ungefähr 10 bis 12 Wiederholungen, Überzüge und da wirklich dieses letzte Stück rausarbeiten. Zieht den Latissimus so weit hinten zusammen, wie ihr nur irgendwie könnt. Da geht einiges, wirklich schön zusammenziehen, Brust raus, Schulter nach hinten unten ziehen.
bis ihr einfach einen unglaublichen Zug im untersten Teil des Latissimus merkt. Und so habt ihr wirklich mit diesem Supersatz, habt ihr den ganzen Latissimus völlig austrainiert. In jedem Teil der Bewegung habt ihr den bestmöglichen Widerstand. Und deswegen dieser Supersatz, absolut genial. Probiert ihn aus, ihr wollt einen Supersatz für den Rücken, der ist absolut genial für den Latissimus. Wie gesagt, macht es nach unbedingt und schiebt bloß nicht das Ganze auf die Genetik, weil mit solchen Übungen, mit Tricks, mit allen Möglichkeiten, die ihr wirklich habt, könnt ihr das Beste aus eurem Körper rausholen und wie gesagt, dann könnt ihr es auch schaffen, bei schlechter Genetik einen super Latissimus und alle anderen Muskelgruppen aufzubauen. Dann könnt ihr eben auch bei Regen, wenn ihr so einen Scheißanzug habt, auch mal Motorrad fahren, wenn ihr da Bock drauf habt. Also Freunde, unbedingt ausprobieren, nachmachen und schreibt weiter, welche Muskelgruppen ihr haben wollt, welche Übungen ihr haben wollt, welchen Muskel ihr noch nicht fühlen könnt. Ich helfe euch da weit und das sehr, sehr, sehr gerne sogar. Ich düse jetzt. Bis dahin, euer Simon, schaut bei Facebook, Instagram vorbei, macht am Trainingsernährungssystem mit, wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Übung kombiniert und so weiter. Ihr kennt es, bis dahin.